Guten Morgen. Gesund altern, ewig leben. Das sind alles Dinge, die der ein oder andere schon mal in seinem Wünschensportfolio irgendwann mal formuliert hat, bevor er sich vielleicht dann überlegt hat, dass so ewiges Leben vielleicht doch nicht so cool ist. Wie dem auch sei, auf jeden Fall gibt es eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, und das ist die Gerontologie. Und ja, ausgehend dieser Wissenschaft möchte ich heute euch ein Buch vorstellen, was so quasi ein großes Forschungsprojekt darstellt. Das sind über 20 Leute, 20 renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die ein Buch verfasst haben mit über 300 Seiten, in dem der aktuelle Wissensstand zum Thema Gerontologie, also zum Thema Altersforschung, ja, uns mitgeteilt wird. Und das Buch ist eher an den Leser gerichtet, der schon ein wenig einen wissenschaftlichen eine Grundausbildung, sage ich mal, habe. Also das Buch ist jetzt für Otto Normalleser, und damit meine ich den durchschnittlichen YouTube-Zuschauer, eventuell etwas zu kompliziert, etwas zu fachspezifisch, weil es wird sehr viel mit biochemischen Begriffen gearbeitet. Aber derjenige, der, sage ich mal, ein grundsätzliches wissenschaftliches Verständnis hat, der kann mit diesem Buch sehr gut arbeiten, zumal das Buch auch über ein Glossar verfügt, wo man etwaige Begriffe einfach nachschauen kann. Und man muss auch sagen, dieses Buch dient nicht dazu, euch zu sagen, wie ihr unsterblich werdet, sondern tatsächlich den aktuellen Stand der Forschung preiszugeben und den Konsens auch mitzuteilen. Das ist ganz wichtig, weil viele, die das Buch vielleicht lesen, also den Buchtitel, die werden vielleicht sich erhoffen, durch das Buch länger leben zu können, weil in dem Buch irgendwelche geheimen Informationen sind. Also so konkret ist es nicht. Es sind eher Zusammenhänge, die dargestellt werden, allerdings kann man aus diesen Zusammenhängen sehr wohl für sein Leben Ableitungen schaffen. Da kommt man vielleicht noch dazu. Auf jeden Fall gibt es erstmal einen Konsens, dass unsere organische Substanz derzeit so ungefähr 130 bis 140 Jahre komplikationslos überleben könnte. Erst dann beginnen die Organe zu, ja, zerfallen, beginnend mit der Lunge, die ab 130, 140 Jahre, so denn keine Krankheit vorliegt, ja, quasi sich auflöst. Gut, 130, 140 Jahre klingt ja für den einen oder anderen schon durchaus erschwinglich. Allerdings, ja, kommen wir da zum Beispiel zu einer Sache, die sehr interessant war. Und zwar gibt es einen chemischen Stoff. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber der sorgt dafür, dass die Mäuse, mit denen das getestet wurde, dass die Mäuse überdurchschnittlich länger leben, ungefähr so 30-40% länger als die Durchschnittsmaus, was eben bei uns auch 130-140 Jahre ungefähr beträgt. Und ja, und die Mäuse leben tatsächlich auch länger. Das Problem dabei ist, dass, wenn man ihnen dieses Rapamycin, ach, da ist ja der Begriff, wenn man ihnen das Rapamycin sozusagen verabreicht, dass man das Leben zwar verlängert, aber nicht die Gebrechlichkeit verhindert. Das heißt, auf uns Menschen bezogen wäre das dann so, dass wir zwar 130, 140 Jahre leben, wenn wir Rapamycin zu uns nehmen, also wenn man die Tierversuche auf den Menschen übertragen könnte, allerdings nichts gegen unsere Gebrechlichkeit getan wird und wir dann quasi da niederliegen als ein Haufen Knochen und Haut, aber noch leben. Aber wir leben noch. Hey, ihr seid 140 Jahre alt geworden. Also solche Sachen sind dann auch in dem Buch enthalten. Aktuelle Forschung. Das Rapamycin gibt es sogar auch schon zu kaufen, glaube ich. Also wenn ich das finde, dann verlinke ich euch das unten. Und ja. Also da gibt es auch noch andere Sachen, da gibt es dieses Rapamycin, Vitamin D auf jeden Fall, Resveratrol und Resveratrol gibt es auch noch. Da gibt es ganz verschiedene Sachen, die lebensverlängernd wirken. Und
Spermidin, noch ganz wichtig, warum ich mir das gemerkt habe, das sage ich euch nicht, aber da gab es halt jeweils Untersuchungen und gibt es Untersuchungen und die stehen halt ganz klar im wissenschaftlichen Fokus der Gerontologie, wenn es darum geht halt einfach alt zu werden. Und auch ewiges Leben ist immer ein Thema, wird alles in diesem Buch angesprochen und den aktuellen Forschungsstand uns präsentiert. Es gibt wahnsinnig viele Ansätze, um das Leben zu verlängern, und das Buch strotzt wirklich voller Studien, voller Informationen, also richtig geballte Power und geballtes Wissen. Und bei dem einen oder anderen, das wissen wir dann eigentlich schon, wie zum Beispiel mit dem Vitamin D, das fand ich total faszinierend, weil ja es gab vor kurzem beim Marktcheck, das ist auch so ein YouTube-Kanal, einen Bericht, wo geschrieben wird, ja, Vitamin D, das ist alles nur so ein Hype für die Nahrungsmittelergänzungsindustrie und eigentlich hilft das gar nicht. Und dann hat man natürlich auch einen Doktor gefunden, der dann gesagt hat, nein, Vitamin D, das braucht keiner. Und, aber es ist absolut wissenschaftlicher Konsens, dass Vitamin D auf sehr, sehr vielen Ebenen wichtig ist und entsprechend auch altersverlängernd wirkt. Und weiterhin taucht auch immer in dem Buch auf, aus verschiedenen Ansätzen dann die Mitochondrien und die Kraftwerke unserer Zellen und was es da für Möglichkeiten gibt, diese zu stärken. Und sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Auch was ganz Bodenständiges wird immer wieder genannt, und zwar wie wichtig die Bewegung ist, also die Bewegung des Menschen, dass wir Sport treiben. Wenn wir nicht ausreichend Sport machen, sondern nur unter normalen alltäglichen Bewegungen, also zur Arbeit laufen und zur Arbeit wieder zurücklaufen und mal einkaufen gehen, dann ist das genauso schädlich, was das Alter angeht, wie als würden wir rauchen. Also Bewegung ist immens wichtig für das Alter, und überlegt mal, wie viele Menschen, die ihr kennt, die sehr alt sind, sich tatsächlich auch bewegen. Da ist oft eine Korrelation und entsprechend auch eine Kausalität zu vermuten, und das wird auch in dem Buch hier angesprochen. Eine ganz wichtige Sache, und die kann man gar nicht oft genug sagen, weil da immer wieder dagegen gewettert wird, und zwar ist das eine kalorienreduzierte Ernährung. Das heißt, dass man bewusst weniger Kalorien zu sich nimmt, als man braucht. Das wirkt lebensverlängernd. Das habe ich schon so oft erwähnt, und es tat einfach richtig gut, dass in so einem wissenschaftlichen Wälzer, wo nichts von vegan steht, nichts von pflanzlicher Ernährung, allerdings alle Sachen, die lebensverlängernd wirken, sich auf pflanzliche Ernährung ableiten lassen, was unter anderem Dr. Jakobs sehr, sehr eindrucksvoll getan hat. Auch da habe ich schon eine Rezension gemacht von dessen Buch. Und das tut natürlich gut, das zu lesen. Auch wenn ich das selber nicht immer befolge, aber dass das Wissen einfach ein Wissen ist, was den derzeitigen Konsens der Wissenschaft abbildet. Das heißt, esst weniger Kalorien als ihr braucht. Die Magersüchtigen werden aufschreien und die Bulimisten werden auch sagen, hey, was empfiehlst denn du da? Nein, ich kann nur sagen, das ist aktueller wissenschaftlicher Konsens. Wenn ihr natürlich ein mentales, ein geistiges Problem habt mit zu wenig Essen, dann ist es natürlich blöd für euch, dumm gelaufen, aber letztlich ändert das nichts daran, dass es eben einen Konsens gibt. Und es gibt genauso einen Konsens darüber, und das, da hört mal zu, lieber High Protein und High Fat Leute, dass ein Verhältnis von Kohlenhydrate zu Proteinen von 10 zu 1 das Optimum darstellt, wenn man ein langes Leben haben möchte. Und wie gesagt, das ist nicht nur ein Wissenschaftler, das sind 20 Wissenschaftler und deren Institute quasi, also das sind alles Forscher, Professoren, die weltweit forschen, die kommen zu dem Schluss, dass man 10-mal so viel Kohlenhydrate zu sich nehmen sollte wie Proteine. Und denk mal an die 80-10-10 Diät, da ist das Verhältnis 8 zu 1 und da sagen die Leute schon, boah, ist total krass. Die Wissenschaftler sagt, noch weniger Proteine und noch mehr Kohlenhydrate, um lebensverlängernd zu wirken. Also es ist halt wirklich schon sehr oft, dass ich in dem Buch gesagt habe, wow, wow, das quasi so was ganz einfaches wie eine pflanzliche Rohkosternährung, die automatisch High Carb ist, dass das eigentlich schon ausreicht. Unverarbeitet High Carb, Rohkost, und dann hast du eigentlich fast alles erschlagen, was an aktuellen Forschungen quasi ja, präsentiert wird, was lebensverlängernd wirkt. Dazu kommt natürlich noch, dass man verschiedene, auch das reißt man an, verschiedene Sachen spritzen kann, irgendwelche chemischen Stoffe oder halt eben diese verschiedenen Enzyme, dass man die besonders als Ergänzungsmittel verabreicht oder sowas, also Art Menschenversuche. Das ist auch alles mit drin, aber ja, es ist
einfach schön zu sehen, dass beruhigt zu sehen, dass die Forschung, die ich seit 2-3 Jahren auch an meinem Körper durchführe, dass sie ja eigentlich Hand in Hand geht mit dem, was die aktuelle Wissenschaft eben auch präsentiert. Was nicht heißt, dass sich das in Zukunft vielleicht noch ändert und die Wissenschaft sich täuscht, aber derzeit ja, war das erstmal sehr, sehr schön zu lesen und das vor allem mit so vielen Studien unterlegt zu wissen. Aber wie gesagt, dieses Buch propagiert keine pflanzliche Ernährung, es nimmt das Wort vegan nicht mal in den Mund, sondern man muss selber die Ableitung dafür selber auch treffen. Ja, ansonsten ein absolutes Fachbuch, also von der Begrifflichkeit her, auch von der Strukturierung her, mit vielen Quellen, mit vielen Studien, und da wird auch quasi nichts beschönigt oder da wird nichts versucht in irgendeine Richtung zu manipulieren, also musst du jetzt pflanzlich dich ernähren oder sonst was, sondern da wird einfach nur die Forschung wiedergegeben. So. Und das Buch kostet 50 Euro. Und wer meine Rezension kennt, der weiß, dass der Preis immer eine Rolle spielt. Und ich habe, glaube ich, in all meinen Rezensionen, es dürften jetzt fast an die 100 sein, noch nie für ein Buch, was 50 Euro kostet, 5 Sterne vergeben. Und schon gar nicht für ein Buch, was nicht mal für die vegane Ernährung sagt, dass es vegane Ernährung die beste ist. Ja, aber bei diesem Buch kann ich wirklich 5 Sterne geben. Für denjenigen, der wirklich forscht, der wirklich dieses Altern, für den das eine große Bedeutung hat. Da kommen auch solche Sachen vor, die ich auch schon alles angesprochen habe, die Telomerasen. Ich habe da ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch oben. Sehr, sehr interessant. Und ihr habt ein allgemeines Verständnis über den aktuellen Wissensstand innerhalb der Gerontologie. Und das finde ich wirklich für 50 Euro absolut angemessen, auch an der Vielzahl der Leute, die sich beteiligt haben mit der Essenz ihres Wissens, mit ihrem Fachbereich innerhalb der Gerontologie. Und von daher gebe ich da wirklich auch mal 5 Sterne für dieses Buch und ja, kann eigentlich das Buch wirklich jedem, der wirklich das erfüllt, dass er, sag mal, einen gewissen Wissensstand hat und ein gewisses Vokabular und entsprechend auch motiviert ist, sich da wirklich richtig in das Thema reinzulesen und den aktuellen Forschungsstand wissen will und nicht den heiligen Gral, wie man alt wird, sondern wenn es um die Forschung geht, für den ist das Buch absolut richtig und die 50 Euro auch total wert. Und von daher 5 Sterne für dieses Buch. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen und beim Nichtlesen. Euer Christian.